Benediciamo il nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarci. Signore, vieni verso il nostro aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Preghiamo insieme con il Salmo 144. Lodiamo il tuo nome, o Signore, in eterno e sempre. Lodiamo il tuo nome, o Signore, in eterno e sempre. O Dio mio Re, voglio esaltarti e benedire il tuo nome in eterno e per sempre. Io voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Grande è il Signore, e degno di ogni lode. Narra all'altra le tue opere, annunzia le tue meraviglie. Proclama lo splendore della tua gloria e racconta noi i tuoi prodigi. Dicono la stupenda tua potenza, parlano della tua grandezza. Mi ricordano il ricordo della tua bontà immensa. Acclamano la tua giustizia. Paziente e misericordioso è il Signore, lento all'ira e ricco di grazia. Buono è il Signore verso noi.
tutte le tue opere e ti benedicano i tuoi fedeli. Dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza per manifestare agli uomini i tuoi prodigi. La splendida gloria del tuo regno. Il tuo regno è il regno di tutti i secoli. Il tuo dominio si estende a ogni generazione. Il Signore sostiene quelli che vacillano e rialza chiunque è caduto. Sazi la fame di ogni vivente. Tu sei il Signore in tutte le sue vite, santo in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a quanti lo invocano, a quanti lo cercano con cuore sincero. Protegge quanti lo amano, ma disperde tutti gli empi. Tanti la mia bocca, la lode del Signore. Ogni vivente benedica il suo nome santo, in eterno e sempre. Preghiamo con il Salmo 145. Beato chi spera nel Signore. Beato chi spera nel Signore. Loda il Signore, anima mia. Loderò il Signore per tutta la mia vita. Finché vivo canterò inni al mio Dio. Non confidate nei potenti, in un uomo che non può salvare. Esala lo spirito e ritorna alla terra. In quel giorno svaniscono tutti i suoi disegni. Il Signore rialza chi è caduto.
Hören wir das Wort Gottes aus dem Jakobusbrief im 2. Kapitel. Meine Brüder und Schwestern, haltet den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus, den Herrn der Herrlichkeit, frei von jedem Ansehen der Person. Wenn in eure Versammlung ein Mann mit goldenen Ringen und prächtiger Kleidung kommt, und zugleich kommt ein Armer in schmutziger Kleidung, und ihr blickt auf den Mann in der prächtigen Kleidung und sagt, setzt du dich hier auf den guten Platz? Und zu dem Armen sagt ihr, du stell dich oder setz dich dort zu meinen Füßen. Macht ihr dann nicht untereinander Unterschiede und seid Richter mit bösen Gedanken? Hört, meine geliebten Brüder und Schwestern, hat nicht Gott die Armen in der Welt zu Reichen im Glauben und Erben des Reiches erwählt, dass er denen verheißen hat, die ihn lieben? Ihr aber habt den Armen entehrt. Sind es nicht die Reichen, die euch unterdrücken und euch vor die Gerichte schleppen? Sind nicht sie es, die den guten Namen lästern, der über euch ausgerufen worden ist? Wenn ihr jedoch das königliche Gesetz gemäß der Schrift erfüllt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, dann handelt ihr recht. Wenn ihr aber nach dem Ansehen der Person handelt, begeht ihr eine Sünde und werdet vom Gesetz überführt, dass ihr es übertreten habt. Denn wer das Gesetz hält, aber gegen ein einziges Gebot verstößt, der hat sich gegen alle verfehlt. Denn der gesagt hat, du sollst nicht die Ehe brechen, hat auch gesagt, du sollst nicht töten. Wenn du nun nicht die Ehe brichst, aber tötest, bist du ein Übertreter des Gesetzes geworden. Darum redet und handelt wie solche, die nach dem Gesetz der Freiheit gerichtet werden. Denn das Gericht ist barmherziglos gegen alle, der nicht mit Erbarmen gehandelt hat. Erbarmen triumphiert über das Gericht. Was nützt es, meine Brüder und Schwestern, wenn einer sagt, er habe Glauben, aber es fehlen die Werke? Kann etwa der Glaube ihn retten? Wenn ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung sind und ohne das tägliche Brot und einer von euch zu ihnen sagt, geht in Frieden, wärmt und sättigt euch, ihr gebt ihnen aber nicht, was sie zum Leben brauchen, was nützt das? So ist auch der Glaube für sich allein tot, wenn er nicht Werke vorzuweisen hat. Das ist das Wort Gottes. Erbarmen triumphiert über das Gericht, schreibt Jakobus und wendet sich an die Gemeinde. Jedes Mal, Brüder und Schwestern, wenn wir uns beim Abendgebet versammeln, berühren diese Worte auch unser Leben und lassen uns teilhaben an einem weiten Erbarmen, das aus dem Evangelium kommt. Wir leben in einer Welt voller Urteile. In einer individualistischen Welt scheint es so leicht, alles und alle zu beurteilen, ausgehend von sich selbst. Oft handelt es sich dabei um harte Urteile, ohne Erbarmen. Und es herrscht ein Konformismus in der Welt, der eine Verurteilung gegenüber denen zum Ausdruck bringt, die arm und zerbrechlich sind. So wollen uns diese Worte des Apostels zur Wachsamkeit aufrufen, vor diesem Konformismus. Er beschreibt dies mit einem sehr konkreten Beispiel. Ein Armer und ein Reicher werden in der Versammlung aufgenommen. Wem soll man den ersten Platz geben? Jakobus erklärt also, dass sich bei dieser Entscheidung in Wirklichkeit die Qualität des Glaubens zeigt. Und er spricht von einer Entscheidung nach dem Ansehen der Person. Was bedeutet, dass so entschieden wird, dass die eigene Bilanz stimmt. Der eigene Vorteil. In dieser Versammlung wird deshalb immer den Reichen der erste Platz gegeben, während die Armen wie Abfall behandelt werden. Sie werden überhaupt nicht in Betracht gezogen. Und darin zeigt sich gleichsam ein Bild der Welt, wie sie von den Menschen aufgebaut wird. Richter mit bösen Gedanken nennt Jakobus diejenigen, die sich auf diese Weise verhalten.
Dieser Ausdruck stellt uns in Frage, denn bei vielen Entscheidungen in unserem täglichen Leben sind auch wir versucht, solche Urteile über die anderen zu haben und immer das zu wählen, bei dem wir glauben, dass es uns zum Vorteil gereicht. Wenn man so denkt, beginnt man, die Schicksale getrennt zu sehen. Die Suche nach dem Eigeninteresse lässt die Herzen hart werden und macht die Gesellschaft grausamer, vor allem den Ärmsten gegenüber. Oft zeigt sich darin die Angst vor der Armut, das Ergebnis vieler böser Gedanken unserer Welt, die Distanzen schafft und immer neue Armut. Das Wort Gottes aber zeigt uns eine andere Sicht. Hat nicht Gott die Armen in der Welt zu Reichen im Glauben und Erben des Reiches erwählt? Es gibt einen Reichtum der Armen, der nicht von den materiellen Gütern herkommt, sondern von diesem Blick Gottes, der auch uns in die Pflicht nimmt. Im Buch Jesaja heißt es: Auf den blicke ich, auf den Armen und auf den, der zerschlagenen Geistes ist und der zittert vor meinem Wort. Jesus sagt: Selig ihr Armen, denn euch gehört das Reich Gottes. Den Armen den ersten Platz zu geben in der Versammlung, im Gebet, in der Liturgie, zeigt die ganze Liebe Gottes zu jedem Menschen. Der Glaube an die Auferstehung ist nichts Abstraktes, sondern er verwandelt das Leben. Er bringt Erbarmen hervor, das zur Tat wird. Wenn ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung sind und ohne das tägliche Brot und einer von euch zu ihnen sagt: Geht in Frieden, wärmt und sättigt euch, ihr gebt ihnen aber nicht, was sie zum Leben brauchen, was nützt das? So ist auch der Glaube für sich allein tot, wenn er nicht Werke vorzuweisen hat. Man kann sich nicht auf abstrakte Weise lieben, sondern die Liebe verlangt, immer zum Leben zu werden, im Leib und im Leben dessen, der in Not ist. Gerade in dieser Zeit, in der wir sehen, wie die Not oft wächst, zeigt uns Ostern den auferstandenen Jesus, der das Leben wieder auferstehen lässt durch die Werke, die die Liebe und die Barmherzigkeit Gottes zeigen. Jakobus spricht vom Erbarmen als einem Gesetz der Freiheit, denn es ist frei von Urteilen und vom Konformismus der Welt. Und das Erbarmen versteht, einen Platz für uns alle zu finden, angefangen bei den Armen und den Letzten. Das Erbarmen ist das Gesetz der Freiheit, denn es befreit viele Energien des Guten in unserem Leben und im Leben der Welt. Und den Armen den ersten Platz zu geben, wird die Welt menschlicher machen. Amen.
Signore, insegnaci a pregare. Signore nostro Dio, che nel seno della Vergine Maria hai generato il Figlio della nostra salvezza, che ogni giorno nel seno della tua Chiesa accendi la luce della vita, non guardare i nostri peccati, liberaci dal fardello che ci impaccia e rendici pronti a cantare sempre con la Madre di Dio la grandezza della tua misericordia. Cristo è risorto. Veramente è risorto.